Hallo zu einem neuen Video. Diesmal ist Magellan an der Reihe. Direkt eine Woche nach Bellamy, was sehr überraschend ist, weil lange Zeit gab es keine neuen Raids und dann kam aus dem Nichts mehr oder weniger Bellamy und noch mehr aus dem Nichts kam dann Magellan. Finde ich geil, dass es im Moment global so sputet. Ja, im Grunde ist es ein Free-to-Play-Team. Ich habe es jetzt auch extra Free-to-Play im Titel genannt. Ich weiß, Broke ist nicht free to play, aber wie immer könnt ihr da Apu einsetzen oder den geschenkten Ace, den wir hatten. Ja, also nach wie vor kein Problem. Ich habe allerdings Ace nicht gut gesockelt oder gar nicht gesockelt. Und wenn man die Auswahl zwischen Apu und Broke hat, nimmt man natürlich Broke. Wobei Brooks Delay oder Boas Delay mir tatsächlich den Arsch gerettet hat bei der Aufnahme. Sonst, ich habe ihn noch nie unter 20% gebracht. Hier allerdings schon und jetzt weiß ich, was er macht. Werden wir später sehen. Im Grunde ist auch hier, finde ich, ist es gar nicht so schwer. Man bekommt immer wieder, ich glaube, 10%, 20% jede Runde abgezogen. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Mit Auti Level 5 ist das gar kein Problem. Ein bisschen weniger könnte es problematisch sein, sollte man Meats definitiv farmen. Selbstverständlich kann man hier dann auch andere Teams nehmen. Ich habe jetzt, also ich spiele mit Doppel-Neptun. Ich habe jetzt extra mal Law genommen als Captain, weil Free-to-Play. Mit Law gibt's, mit Doppel-Neptun gibt es natürlich mehr XP. Man kann sonst jedes x-beliebige Team nehmen. TS, Ruffy oder so. Es gibt so viele Free-to-Play-Slasher-Teams. Also eigentlich ist es nicht nennenswert, weil, ja, das ist ein Easy-Boss, ja. Von den 40er eins der schwersten. Aber im Grunde immer noch nicht wirklich schwer. Außer Anfänger mit weniger Charakteren in der Box oder so könnten da etwas Probleme haben, aber im Grunde einfach stallen, durchrennen, versuchen die Leute, die da diese Masken aufhaben, sollte man nicht zum Zug lassen, weil die, ich glaube, drei oder fünf Turns eurer Special erhöhen, also die lilanen dann praktisch dann die Psy-Charaktere und halt immer die Gegenfarbe. Die erhöhen dann praktisch dann eure Turns. In dem Fall wäre dann halt Kanjuro und Boa davon betroffen. Allerdings hier in der vierten Stage tut der eine hier ja, eigentlich nach zwei oder drei Runden dann ragen. Man soll nicht zu lange stallen in dem Sinne. Und dann kommt Magellan. Der ist, wie gesagt, im Grunde für einen 40er ist er gar nicht so schlecht. Man sollte die ersten zwei Runden ausstallen. Deswegen immer mit viel Leben reingehen, wenn es geht. Er vergiftet euch, paralysiert die erste Runde und hat eine High Defense. In der zweiten Runde blindet er euch, macht euch die Perfects schwerer und danach könnt ihr ihn angreifen. Er macht gut Schaden, also 6000 eben gerade. Ich habe mich zur Sicherheit hochgeheilt und die ganze Zeit habe ich ziemlich gar keine Probleme gehabt, aber hier jetzt in dem Run habe ich irgendwie totale Missklicks gehabt und ja, immerhin habe ich dann gesehen, was er unter 20% macht. Dadurch, dass sie ihn delayed haben, nichts. Boah oder Brook kümmern sich ja praktisch drum. Also er macht nichts und danach kann man ihn normal besiegen. Wenn ihr einen gemaxten Neptun habt, ist es umso leichter. Aber ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Easy going. Danke fürs Zuschauen und ciao.